Ich war begeistert, also sensationell, was die Elli mit dem Team auf die Beine gestellt hat, wie viele Österreicherinnen und Österreicher aus der gesamten Brüsseler Community da waren, egal ob aus der Kommission, aus dem Umfeld des Rats, Parlament, aus den Vertretungen. Da sieht man schon, dass die Österreicher da ganz stark vertreten sind, vor allem so viele junge Engagierte mit so tollen spezifischen Fragen und einem total guten Gefühl dafür, wie die Digitalisierung alles verändern wird. Das da in Brüssel, das ist ein Schatz, den müssen wir heben. Also ich finde, das war als langjährige Brüssel-Kennerin einer der innovativsten Events, den ich in der letzten Zeit erlebt habe. Gute Stimmung, aber auch sehr kritisch zum Teil. Ja? Passend zu Brüssel, immer kritisch bleiben, aber konstruktiv zusammenarbeiten. Genau. Beim ersten Mal ist das immer so eine Sache, aber es gibt sehr vieles. Wir versuchen mutiger auf die Herausforderungen der Zeit zu reagieren. Wir versuchen natürlich unseren bürgerlichen Ansatz einfach auch in die heutige Zeit zu transformieren und ohne Denkverbote sehr offen neue Ansätze eben auch in diesen politischen Alltag zu bringen. Wenn sich die politische Akademie wirklich als Think Tank für die Zukunft etablieren möchte, dann ist es auch notwendig, dass wir über den eigenen Tellerrand, wie es so schön heißt, hinausschauen. Und das bedeutet auch, dass wir aus Österreich hinausgehen, geistig, aber auch persönlich, um andere Ideen, andere Menschen in einer offenen Art und Weise aufzunehmen. Wir haben uns bei unserer digitalen Agenda, wie wir sie nennen, auf den Themenbereich Bildung fokussiert, weil wir gesagt haben, wenn wir diesen Herausforderungen, die der Harald Mahrer in seinem Eingangsstatement geschildert hat, wenn wir dafür gewappnet sein wollen, dann müssen wir unsere Jungen dementsprechend ausbilden. Und ich glaube, der Harald Mahrer hat da einige Dinge skizziert, die vor allem auf europäischer Ebene auf uns zukommen mit den Clustern etc. Und auch mit der Digital Roadmap in Österreich, die wir auch vermarkten und bewerten und weiterentwickeln können. Und das, glaube ich, hilft uns auch bei unserer Arbeit. Uns geht es in der Politischen Akademie ums Vorausdenken, ums Vernetzen und ums Verbinden. Ich glaube, das sind diese drei Worte, die das sehr gut umschreiben sollen, was wir vorhaben, was wir planen und was wir eben auch in der nächsten Zeit gemeinsam in Angriff nehmen. Wenn die Politische Akademie den weiter beschreitet, dann können wir eigentlich nur gewinnen. Wie sagt man so schön, wir sind wie die Zeit, keiner kann uns stoppen. Go Pollack und weiter so.